So, herzlich willkommen, neue Woche, neuer Weekly Vlog und die Vorurlaubswoche. Es gibt viel zu tun. Heute koche ich mal einen Eistee, der noch mega gut entwässert und mega gut schmeckt. Und zwar habe ich hier so eine Glaskanne. Da ist auch so ein Einsatz drin. Da mache ich jetzt noch Früchte rein. Und ja, jetzt wird erstmal heißes Wasser quasi aufgefüllt. Und das Coole an der Maschine ist, dass man hier eben auf Tee drücken kann und das dann so machen kann. Mitten in kleine Stücken. Zack. Aber ich lasse die Enden, glaube ich, weg, weil das wird mir dann zu bitter. So, dann nehme ich zwei Päckchen von unserem Aloe Blossom Tee. Dass man entwässert, also muss echt oft aufs Klo. Und da ich bei der Hitze immer super viel Wasser ziehe, ist es im Prinzip das Geilste, was es gibt. In die Kanne. Zack. Und dann kommt die Zitrone hier rein. Und dann kommt die Kanne da unter die Maschine. Und wir können hier direkt die T-Taste drücken, etwas länger. Dann kommt auch mehr raus. So, ihr seht, die Kanne ist jetzt drei Viertel voll und jetzt kommt hier noch Kollege Aloe Berry rein. Berry ist nochmal gut für die Blase und die Prostata bei Männern, also für den Intimbereich. Und da kippen wir jetzt einfach nochmal so ein bisschen Taste rein. Das reicht auch schon und dann fülle ich noch mit kaltem Wasser auf und dann wird das Ganze kühl gestellt und dann können wir es auch genießen. So, eben kam ein Paket reingeschneit, voll kaputt, zerdellt-mäßig und siehe da, es ist endlich da. Wow, Harrison! Von der Tiffany. Did you see? Jetzt yes, kommt nicht raus. This is the collar for Harrison. The coolest Corgi in Grünstadt. Ist der. Das Schleifchen abziehen. Also es ist Halsband, sagt man, ne? Quite nice. Wow. Ah, die Leine. Nee. So. Hm? Feine Bubchen. So, ich hab's noch vor dem Urlaub zum Friseur geschafft. Aber wie gesagt, die Woche ist mega heiß, viel zu tun. Jetzt aber auch hier mal kurz in der Waschanlage. Hier beim Mr. Wash. Also, ich war ja schon außen waschen. Die letzte Woche, aber eigentlich war es nicht nötig. Aber ich brauche die Innenreinigung, weil alles voller Haare, also Corgi-Glitter vom Harrison. Und das müssen sich die Herrschaft mal anschauen und beseitigen. Dann war ich gerade eben noch beim Angelo, habe was abgeliefert, in auch hier in Mannheim. Und ja, mal gucken, wie sauber es wird. Ich habe nicht so viel Hoffnung. Ich müsste eigentlich mal die Fußmatten austauschen gegen solche damals aus Plastik, ja, aus Kunststoff, diese Kunststoffmatten. Ich glaube, dann bleibt weniger hängen. Genau, also so viel dazu. Und dann gucken wir mal, wie sauber und schön das Auto wieder wird. So, Versuch Nummer 2. Mit der Tragetasche für den RS3 Mini. Aber was mich halt mega stört, dass es so krass präsent hier oben drauf steht, ne? So, dann gucken wir mal. Ach, ne? Der Einleger. Das ist wahrscheinlich, fühlt sich an wie ein Gurt. So hier rein. Und dann müsste. So.
So macht es Sinn. Ist auch in Ordnung. Geht das richtig zu? Yes, yes. Ich glaube, dann nehmen wir den Gurt, weil der hat hier so eine angenehme Polsterung. Die kann man auch mal so ganz leger um die Schulter werfen, denke ich. Kann ich hier drin lassen. Außer das Ladekabel kann ich noch mit beipacken. Genau. Bon. Aber wie gesagt, das hier, vielleicht mache ich da unser eigenes Logo drauf. Ja. So. Letzter Tag. Der Tag vorm Urlaub, bevor wir losfahren. 4 Podcasts sind gerade am Hochladen für die nächsten 2 Wochen. 2 Sondervlogs müssen noch hochgeladen werden, damit wir in Kroatien Zeit haben, neuen Stuff zu filmen natürlich und wieder kreativ aus dem Urlaub zurückzukommen, wobei es eigentlich kein Urlaub ist, eher so, wie sagen wir, eine Workation, ne, auf Neudeutsch. Wir werden ein bisschen schaffen, wir werden natürlich unseren Urlaub dort verbringen in Kroatien, lecker essen, Sonne, Meer genießen. Meine Schwester ist auch unten mit ihren Kids und Mann. Ja, mal gucken. Ansonsten gibt es noch einiges zu tun, einiges zu verpacken, einzupacken. Ja, mal schauen, wie gut wir jetzt hier noch vorankommen. Aber hier sehe ich gerade noch, 1 Stunde dauert der Podcast, bis er hochgeladen ist. Naja, scheiß Leitung halt, ne? So, Kaffee läuft. Und mal wieder viel zu voll. Berechnen, starten, was sagt Navi, 12.42 Uhr ohne alles, 1.175 Kilometer. Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. Okay. So, hört ihr das? Die Zirkaden. Das ist Heimat. Olivenhain. An meiner Pumpe. Da haben wir geparkt. Also hier ist quasi das Restaurant mit dabei. Und hier hinten geht es hoch ins Apartment. Und ja, jetzt bin ich am Ausladen. So, Roomtour. Einmal ein Badezimmer. Kleines Badezimmer mit Waschmaschine. Toilette, Dusche. Wunderbar, das reicht. Dann haben wir hier Schlafzimmer. Mit Bett, mit Schrank, hier haben wir Flur und hier haben wir Wohnzimmer mit Fernseher und mit Küche, alles da, sogar Kaffeemaschine und einen schönen Balkon. Mit Blick aufs Meer und mit Blick auf Podgradina. Wunderbar. So, ich habe gerade gewusst, dass es für mich auch einen TV-Sender gibt. Doma TV HD. Bitte schön, danke schön, kommen Sie wieder. So, für die ganzen Sparfüchse. Diesel war Stand heute, 29. ist heute, ja. Bei 1,45, das ist glaube ich immer noch geregelt über die Regierung, ein voller Tank, 66 Euro. Also kann ich nicht sagen, Bratte. 900 Kilometer können wir driven. Ja, ich war ein bisschen sparsamer, ein bisschen weniger geblose. Jetzt sind wir schnell auf dem Weg nach Zadar, ja. Zum Kaufland. Was sonst? Was sonst, ein bisschen Shoppimoppi. Und let's go. Und hier am Lieblingsstand. Ein paar frische Feigen. Schönes Öl. Zwetschgen, alles da. Ich
Alles vom Feinsten. Ich meine, das macht einen riesen Unterschied, die Qualität. Ne? Was hast du hier drüben? Also so, wir sind ja schon eine Weile unterwegs. Ich muss durchaus sagen, das war die schlechteste Nacht, die wir jemals hatten. Es war so elendig warm. Jetzt haben wir uns noch einen Ventilator besorgt. Gestern eigentlich schon einmal, der taugt auch nichts. Jetzt haben wir einen zweiten Ventilator besorgt. Jetzt kommt die Jenny gerade aus dem Zoo York, hat da was für den Harrison noch geholt. Und jetzt in aller Hoffnung fahren wir an den Beach, schwimmen, meine Schwester treffen, die Kinder treffen, ihren Mann treffen. Genau. So, neuer Tag. Ich fahre jetzt mal schnell rüber zum Plodine, zum Supermarkt. Brot hole, ein bisschen Eiswürfel hole, was wir sonst noch so brauchen. Aber das Wetter ist echt zu hart. Ich glaube, jetzt sind es schon, hier sind wir 30 Grad, Viertel vor 11. Ja, weil es einfach viel zu warm ist, hat er nur das Nötigste gemacht. Und ja, mal gucken, wie der Tag verläuft. Wir gehen heute nicht baden, weil es einfach zu heiß ist. Aber es ist richtig bekloppt, sich da in die Sonne zu hocken. Wir haben zwar alles da, einen Sonnenschirm und sowas, aber das macht halt eben gar keinen Sinn. Ne? So, jetzt geht's zum Crescio-Essen. Die ersten Cevape. Und angekommen in der Terrasse, wie immer. Und gleich geht's los. So, bitteschön. So, angekommen hier in der Rajanath, auf dem Weg zu meiner Sis. Da vorne, eine Straße weiter, da sind sie beim guten Tony. Haben wir schon zu Abend gegessen, oder sind gerade am Abendessen. Haben gerade bestellt. Wir kommen auf dem Absacker vorbei, auf dem Capture. Und ja, let's go, Rajanath, hier noch die Kirche da hinten. Ja, aber gute Tony. Es kommt bald in Spanien, in Andalusien, das meiste Olivenöl herkommt und die hatten die letzten Jahre so starke, oder letztes Jahr so starke Wetterextreme. So, jetzt hier in Sada. Also eigentlich hatte ich vor, oder wir, oder wie auch immer, eigentlich vor, das nicht wie so einen klassischen Travel-Vlog zu machen, sondern vielleicht eher so, unsere Spots, unsere Plätze, da sind wir, da hocken wir uns hin, da trinken wir ein Käffchen oder. Weil, ganz ehrlich, was weiß ich so großartig über die Stadt? Ich bin zwar schon immer, also nicht immer, seit ich klein bin hier, aber ich weiß nichts über die Geschichte großartig, über die Gemäuer, wer hat welchen Stein gelegt. Ne? Also so, ich bin kein Fremdenführer sozusagen. Klar, ich weiß die Pet Bunara hier vorne, die fünf Brunnen. Dann haben wir Sveti Donat, wo auch der liebe Papst Johannes Paul II. Schon war. Aber deswegen machen wir das ein bisschen anders da wo wir uns hinhocken. Da halt mal die Kamera drauf und let's go. Also diese kleine Cafana hier ist nur Cafana des Palace. So, hier seht ihr schon so kleine Sachen, Süße. Da gehen wir jetzt mal rein. So, und hier auf dem Platz ist eigentlich immer was los. Da sind auch manchmal so diese Klappers unterwegs, die dann singen. Und hier auch ein kleines Museum. Yes. Auch als kleines Kind schon immer hier gewesen zum Gucken, wie ist das. Und ich glaube, die Jenny hat ihren neuen Lieblingsladen gefunden, Alle Hopp, wenn der so heißt. Ah ja. Dann gucken wir mal. Das ist aber auch neu hier, ne? Der Tisak Deli. Tisak Select Tobacco Drink. Hier war früher der Hawaiiansladen drin, der Schlappelade. Harrison, hey. Heide, heide, jung. Aha, alle hopp. Alle hopp, ja, natürlich. So, jetzt gab es hier wieder ein. Wie sagt man dazu? Handventilator? Ja, Tischventilator. So kann man den dann aufstellen, wenn es dann stehen bleibt. So. Aber eigentlich gedacht, das ist für den Harrison, ne? Ja, ist ja auch für den Harrison.
wenn er dann immer im Kinderbuggy hier in seinem Hundebuggy dann eben drin hockt. Ne? Mal wegschmeißt, ja. Und hier nochmal von der Seite hier. Im Zeck sind wir schon an der neu gestaltenden Riva, wenn man so sagen will. Hier haben sie vieles neu gemacht, neue Steine gesetzt, neu aufgeschüttet. Und hier runter zu uns geht es halt eben auch zur Meeresorgel, beziehungsweise zum Lichterspiel. Also das ist schon viel zu voll hier an der Lichterorgel, am Lichtspiel, am LED-Spiel. Nee. So, wir haben es dann auch irgendwann mal aus dem Haus geschafft und Jenny kam auf die glorreiche Idee, ey, lass doch mal schauen, wo der Luka Modric herkommt, wo der geboren wurde. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir haben quasi, also von seinen Großeltern, soweit ich das jetzt richtig habe und richtig weiß. Hier ist auch gar nichts mehr. Also wir sind hier auch, man muss sagen, im hintersten Hinterland. Also wir sind hier quasi oben auf dem Velebit schon drauf, auf dem Gebirge, Richtung Sveti Rok. Das ist hier so ein bekanntes Gebirge sozusagen. Also in Richtung Sveti Rok. Alte Straßen hier und was, ne? Also keine Autobahn. Und ja, haben sie irgendwie noch andenkenmäßig hier was reingehängt. Hier gibt es auch gar nichts mehr. Ist alles verwüstet. Das heißt verwüstet, ne? Kümmert sich halt keiner drum. Ist anscheinend ja wirklich viel zu sehr im Hinterland. Ich dachte, es ist nichts los, ne? Hier wohnt halt keiner mehr. Ist alles Gott verlassen. Alle sind sie in die Stadt, dem großen Geld hinterher und verlassen halt die Dörfer, ne? Ist halt so, ne? Aber in Deutschland ist es umgekehrt. Da wollen sie wieder alle aufs Land zurück, weil die Großstadt nicht mehr bezahlbar ist. Ja, ja, hier war Luka Modric. So, angekommen hier in der City Bar im Supernova und hier drüben ein paar Palatschinke tanken. Jenny ist am Bestellen. Sieht man das hier? Also, es ist relativ neu. Ich glaube, seit 2-3 Jahren gibt es das ungefähr. Und ja, die machen hammergeile Palatschinke und noch Frittole, hier Langos und so weiter. Also die Jenny ist da irgendwie random was am Auspacken, packt alles von einer Tüte in die andere. Also, jetzt hat sie hier bestellt, quasi eine Palatschinke und ein Langos für 9,40 Euro. Aber jetzt ist kein Fokus mehr. Und ja, jetzt hier halt eben das übliche Gedeck, Wasser bitte nehmen und Espresso, Espresso Macchiato. Ja. Da ist er auch. Und das Langos. Ich nehme jetzt aber Cream Käse, ne? Ich mache mir jetzt einfach noch so einen random Reisetipp rein, wie es die Jenny auch immer macht. Und zwar haben wir vor 2 Tagen waren wir in Salah. Da haben wir unseren Strafzettel kassiert, weil der Parkautomat nicht ging. Aber ich glaube, das ist auch so eine Taktik mittlerweile von den Politessen da unten. Die gehen nicht, die Automaten, da wird es ja trotzdem abgezogen. Die App ging auch nicht, ne? diese Park-App, wie auch immer. 38,50 haben wir bezahlt. Und als Tipp, und zwar gibt es ja immer diese Postfilialen hier in Kroatien. Posta oder Poštanska Banka, wie auch immer, auf jeden Fall in den Postfilialen.
kannst du hingehen, kannst du dort abgeben, kannst du überweisen lassen. Kostet minimal Gebühr, keine Ahnung, was haben die jetzt, 39 Euro, irgendwas haben die genommen, statt 38,50 war der Betrag, 39,64 und ja, dann bist du auch good to go, aber richtig unverschämt, ne? Über 38 Euro, das zahlen wir nicht mehr in Deutschland, ne? Für, ja, du hast mich auch angesteckt jetzt. Ich habe noch nichts in die Kamera getalkt, weil ich bin erkältet. Ich hoffe, dass es morgen wieder ein bisschen besser wird, weil mit Strand ist natürlich auch schwierig. Aber wir waren mit Harrison, habt ihr gesehen, ein bisschen den wenigstens ins Wasser lassen und jetzt wird gepudelt. So, liebe Vlogging-Gemeinde, die letzten zwei Tage haben wir eigentlich gar nichts gebloggt, weil es erst die Jenny erwischt hat und jetzt auch mich. Nasennebenhöhle. Hals, alles drum und dran. Und darauf erst mal ein schönes Teeschen hier. Ingwer, Dingwer, was weiß ich nicht. Das sind beide ziemlich am Arsch. Und wir hoffen, dass es schnell besser wird, besser geht, bis uns besser geht. Weil nach wie vor hohe Temperaturen draußen, über 30 Grad, 34 waren es vorhin. Ja, also es hätte uns nicht schlechter erwischen können irgendwie. Jetzt in der ersten Woche mal schauen, dass wir die nächsten Tage wieder schnell fit werden und ja, dass wir was vom Urlaub haben und nicht nur krank sind.